Oh nein. Ich habe mich verlaufen. Helft einem obdachlosen Mädchen. Ich bin verzweifelt. Hey, pass auf. Psycho. Du meinst mich? Du bist dann der Lady für den Müllcontainer. Ciao, Lady. Hey, Leute. Bitte drückt den Like-Button, damit mir jemand hilft. Was ist das für ein Licht? Zwei Puppen. Ich bin so traurig und einsam. Hey. Oh, wow. Sie leben. Wir können dir helfen. Du siehst etwas lumpig aus. Du verdienst etwas Besseres. Komm mit uns. Willkommen in unserem Zimmer. Du bekommst eine echte Vampirverwandlung. Das ist Wahnsinn. Nein, ich werde dich in eine echte Barbie verwandeln. Vampir, Barbie, ich habe einen Plan zum Umstyle parat. Wow, gib her. Ach du meine Güte. Ich habe eine Idee. Wir werden die Entscheidung dem Glücksrad überlassen. Dunkler Barbie, das ist genial. Gute Idee. Ups, ich habe Hunger. Ups. Oh, Oh, ich habe einen Snack. Frisch und rot. Nein. Einen süßen Kuchen? Oh ja. Ew. Bist du sicher, dass du kein Blut magst? Ja, danke. Dein Gesicht muss gereinigt werden. Dann mal los mit dieser Maske. Ich bin fertig. Wie schmutzig. Es ist ein Albtraum. Ihr Gesicht. Oh, weia. Pickelkatastrophe. Das haben wir gleich. Verabschiede dich von deinen Pickeln. Oh ja, als nächstes behandeln wir die Rötungen. Ein bisschen Eis wird schon richten. Dunkelheit unter den Augen. Was hast du da, Barbie? Meine beliebten Augenpads. Oh, wow. Wie ist das? Ich werde dir helfen. Dein Gesicht strahlt. Perfekt. Als nächstes machen wir deine Haare. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was unter der Mütze ist. Wer ist das? Ich bin Groot. Hey. Bye, Groot. Er ist mein Lieblingssuperheld. Hey, Leute. Habt ihr einen Lieblingssuperhelden? Kommentiert unten. Dieses alte Zeug gehört in den Müll. Nein, es ist das Einzige, was mich an meine Familie erinnert. Okay, wir machen dir die Haare. Du hast dich schon ewig nicht mehr darum gekümmert. Ich räume auf keinen Fall das Chaos auf. Pass auf. So, jetzt ist es fertig. Wie findest du es? Gut, aber es gibt noch mehr. Wir müssen dir die Haare waschen. Als nächstes föhnen wir sie. Das mache ich. Nein, ein weiteres Mal wird mich buchstäblich umbringen. Hier, das ist für dich. Es gibt eine viel einfachere Methode. Ein Föhn. Ich bin dran. Da ist etwas auf deinen Lippen. Ich weiß, was zu tun ist. Schau zu. Nein. Oh, dieser Farbton ist perfekt. Nein. Welche Farbe magst du? So blond zu sein wie du, das war schon immer mein größter Traum. Ach, das ist so lieb. Dann mal an die Arbeit. Warte. Hier, natürlich trocken färben. Ist das nicht toll? Du musst nur noch Flüssigkeit hinzumischen. Hey, Barbie, sieh mal, wer hier ist. Oh, Ken, ich vermisse dich so sehr. Perfekte Konsistenz. Lass uns gleich loslegen. Wir werden unser Bestes geben.
Wir werden eine Tonne Folie verwenden. Das braucht seine Zeit. Das sieht toll aus. Wow. Probier das mal. Oh, wow. Ich habe hier noch was. Es ist umwerfend. No. Zeit zum Schminken. Make-up. Du bist nicht stark genug, aber ich schon. 3, 2, 1. Möge der Kampf beginnen. Puh, sieht das gut aus? Schrecklich. Nein. Wow. Niedlich. Es ist so schön. Noch eine Kleinigkeit. Ein Tattoo. Nicht bewegen. Fertig. Itzy Bitsy Spider. Ich bin ganz verrückt danach. Ich habe ein Ass im Ärmel. Wir nehmen Strasssteine. Was kommt als nächstes? Hauch mich mal an. Ew. Was ist los? Warum stinkt es? Barbie, was soll ich tun? Es ist wirklich schlimm. Ich bin bereit zu kämpfen. Mach deinen Mund auf. Alles wird gesäubert. Puh. Mission beendet. Puste mal. Winterfrisch. Gute Arbeit. Was ist das für ein Geruch? Heilige Hygiene. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Hä? Was? Ich mach dich schnell sauber. Lauf. Halt. Puh, ganz ruhig. Du gehst duschen. Okay. Fang an. Igitt, jetzt rieche ich danach. Was machst du da? Es ist besser, oder? Was? Du hast die ganze Sache ruiniert. Ah, beruhige dich. Was hast du mit meinem Sarg gemacht? Das Gute daran ist, dass er süß ist. Du hast mich fast verbrannt. So ein Pech. Hey. Hey du! Es wird Zeit, dass wir deinen Stil ändern. Oh, neue Sachen wären toll. Ich habe ein perfektes Oberteil für dich. Das ist nicht wirklich gut. Okay, ich brauche ein Kaugummi. Wow, so süß! Danke. Wahnsinn. Willst du noch etwas hinzufügen? Eine Sekunde. Das hier. Wow. Sieht das gut aus? Das Oberteil ist super. Such dir aus, was du willst. Bist du bereit? Für was? Wow, fantastisch. Das ist nicht von dieser Welt. Wow. Irgendetwas fehlt noch. Yes. Ouch. Oops. Halt das Zubehör fest. Fantastisch. Noch ein Detail. Nein, wir brauchen ein größeres. Puh. Vergiss den Sarg nicht. Danke. Wow, wir haben es geschafft. Was machen wir hier? Das ist gar nicht gut. Deine Zeit ist gekommen. Meine schönsten Schuhe. Oh, gib sie mir. Jetzt sofort. Na schön.
Das ist ein Kunstwerk. Auf jeden Fall. Wie sieht das aus? Umwerfend. Mission beendet. Mädels, lass uns nicht mehr streiten. Okay, beste Freundinnen für immer. Oh, meine Mütze. Sie ist alles, was ich noch hab. Schatz, sie gehört dir. Magst du sie? Wir lieben dich. Zu meinen Eltern zurückzukehren war schon immer mein Traum. Naja, Träume sind dazu da, dass sie wahr werden. Oh je, wo ist unsere Tochter? Oh, danke. Sie ist es. Unsere Kitty ist zurück. Bye. Das ist so bewegend. Ich wollte schon immer meinen eigenen Tattoo-Laden eröffnen. Es tut weh. Ein Spiegel hilft da nicht. Leo, ich bin hier, meine Geliebte. Schlechtes Timing. Hilf mir, das Tattoo zu beenden. Klar, fertig. Ich werde dich in einen Vampir verwandeln. Was ist das? Warum ist der Müll noch hier? Bring ihn sofort raus. Erledigt. Bekomme ich jetzt ein Biss? Ein anderes Mal. Oh, wie schade. Au. Was ist das? Eine Kiste. Sie ist ja riesig. Mal sehen. Wow, damit könnte ich ein riesiges Tattoo-Studio machen. Es sollte aber perfekt sein. Na bitte. Das Licht fehlt noch. Und ein Schild. Tattoo-Salon. Und etwas Farbe. Großartig. Verwandlung in eine Fledermaus. Ausdrucken. Jetzt habe ich etwas, womit ich die Wand dekorieren kann. Yeah! Wo ist meine Tattoo-Pistole? Hier ist sie. Ich bin bereit. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Nichts mehr da. Ich muss mein Glas auffüllen. Oh nein, meine Skizzen. Ich habe eine Idee. So gefällt es mir besser. Jetzt kann ich mich voll auf die Arbeit konzentrieren. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Hau ab, Fliege. Ich bin am Verhungern. Ein Hals. Das ist nicht gut. Die erste Kunde. Willkommen. Ich will eine Skizze. Etwas Salz. Und Pfeffer. Gleich fertig. Was soll das? Mein Reißzahn. Wie soll ich so essen? Oh, eine Blutkonserve. Perfekt. Ich kann sie nicht öffnen. Was? 5000 Likes, um die Dose zu öffnen? Oh, hi. Hilf mir, 5000 Likes zu bekommen. Dann kann ich wieder essen. Und mein Zahn wächst nach. Von Vampiren inspirierte Selfies. Oh ja, ich liebe es. Tut mir leid, dass ich dich störe. Husch. Wo waren wir stehen geblieben? Ich werde ein kleines Baby-Vampir-Tattoo. Klar. Gleich fertig. Erledigt. Das wollte ich aber nicht. Oh, umwerfend. Ich werde bald eine Mom sein. Danke, du bist ein Schatz. Ich helfe gerne. Was ist das? Das Baby kommt. Das sind Fledermäuse. Meine Babys. 1, 2, 3, 4, 8. Du liebe Zeit. Hallo, neue Mom. Aufwachen. Leo, verschwinde. 8 sind doch nicht so viele. Hallo, ich will ein Tattoo genau hier. Sorry, ich kann dir kein Tattoo geben, wenn du minderjährig bist. Die Sache ist die, ich bin 50. Ich sehe jünger aus, weil ich ein Vampir bin. Das sollte reichen. Okay, dann fangen wir mal an. Ich werde das Tattoo ein bisschen aufpeppen. Fertig. Danke. Gern geschehen. Bye. Ich muss die Regeln etwas abändern. Hey, willkommen.
Ich will dein tollstes Tattoo aller Zeiten. Hopp, hopp. Leo, Leo. Warum dauert das so lange? Hier ist die luxuriöseste Tinte. Pures Gold. Danke, los geht's. Lass uns loslegen. Du wirst es lieben. Was? Es ist weggeflogen. Ich werde dir gleich zeigen, wie man Tattoos macht. Das ist alles so gemein. Was ist los, meine Königin? Sieh mal, das gemeine Mädchen hat mein Knoblauch-Tattoo verpasst. Das stinkt fürchterlich. Ich sterbe gleich. Hallo, hey, was für ein Tattoo hättest du gerne? Diesen Blitz. Bitte, das wird ganz schnell gehen. Oh nein, es funktioniert nicht. Fertig? Könntest du sie bitte aufladen? Okay. Klar. Hilfe! Rettet mich! Armes Pikachu, was ist mit dir passiert? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich retten. Pick up, Makeover. Ja. Willkommen im Pokémon-Krankenhaus. Super, wir können gleich mit der Operation beginnen. Mal sehen, wie es deinem Kopf geht. Oh, das ist ja furchtbar. Du brauchst etwas Fröhlicheres. Glitzer! Die ekligen Käfer müssen weg. Als nächstes etwas Magie. Ich brauche Backsoda, Glitzer und eine geheime Zutat. Und schon schäumt es. Das war gar nicht so einfach. Aber das war es wert. Wow, du strahlst wieder. Und du duftest so schön. Oh je, der Puls wird schwächer. Pikachu, wag es ja nicht. Und los. Achtung, noch einmal. Es funktioniert nicht. Denk nach, Chat. Ich habe eine Idee. Pika, komm mit. Sie kann uns helfen. Und Glitzerstaub. Hey, Wednesday. Überraschung! Magst du Glitzer? Ich hasse Glitzer. Blitzschlag! Pika, komm her! Es hat geklappt! Jetzt bin ich wütend. Das ist alles deine Schuld. Mach dich aus dem Staub. Willst du einen Zaubertrick sehen? Ziehe meinen Finger. Okay. So? Igitt. Na gut, du bist dran. Ich versuch's mal. Elektrische Ladung. Das macht ja richtig Spaß. Mein Kopf. Wer ist das? Keine Ahnung. Oh nein, ich erinnere mich an ihn. Er ist Gengar. Mein Feind. Er ist gefährlich. Mach dir keine Sorgen. Pikachu? Wir können ihn fertig machen, nicht wahr, Pikachu? Ja. Pikachu? Wie auch immer, ich bin alleine besser dran. Gengar, pass auf! Das Duell beginnt! Ich stelle die Teilnehmer vor. Lurak! Los, Lurak! Hopplo! Ich hab Angst! Möge das stärkste Pokémon gewinnen! Los, Glurak!
Feuerball! Hopplo, Angriff! Pass auf! Oh je, Feuersturm! Wir sind erledigt. Wir wissen deinen Einsatz zu schätzen. Hopplo, du Ärmste. Ich werde dir helfen. Mal sehen. 80% Verbrennungen. An die Arbeit, sofort. Aloe Gel ist das beste Mittel gegen Verbrennungen. Ich trage eine dicke Schicht auf. Wie ist das Ergebnis? 50%. Was kommt als nächstes? Ich weiß. Kühlende Pflaster. Na bitte. Die Verbrennungen sind weg. Aber der Herzschlag ist auch weg. Oh nein. Ich ergreife extreme Maßnahmen. Ich muss auf der Stelle Karotten anbauen. Mehr Wasser. Oh ja. Es hat funktioniert. Die Ernte ist reif. Was? Ist das alles? Noch ein Versuch. Einpflanzen, gießen. Oh nein, schon wieder. Was ist das? Wow, seht euch diese Ernte an. Karottensaftextrakt wird das Leben des Patienten retten. Ich bin wieder da. Oh ja. Wer ist dein toller Arzt? Ich bin es. Hopplo? Oh nein, was ist mit dir passiert? Ich verstehe es nicht. Bleib hier, ich bin gleich wieder da. So müsste es gehen. Ich werde es versuchen. Yay! Ich kann dir nicht genug danken. Du bist wieder gesund. Erzähl mir alles über ihn. Es begann mit einer Karotte. So lecker. Ich hab dich. Lass mich gehen. Hopplo, jetzt hab ich dich. Ab jetzt bist du mein Pokémon. Danach hat er mich bei einem Pokémon-Kampf angemeldet. Der Rest ist Geschichte. Er muss aufgehalten werden. Puh, gerade noch geschafft. Officer, hier ist dein Zeuge. Du musst den verbotenen Pokémon-Kämpfen ein Ende setzen. Wow, langsam. Und wen soll ich aufhalten? Gengar. Oh, den kenne ich. Ich drücke die Daumen, dass er für eine ganze Weile hinter Gittern verrottet. Nein, das wird nicht passieren. Es ist nicht einfach. Ich werde es dir zeigen. Hier ist, was wir über ihn haben. Was ist mit dem Schloss? Oh, ich verstehe. Leute, helft uns, den Koffer zu öffnen. Drückt den Like-Button und danach rächen wir uns an Gengar. Siehst du, das ist Pummeluff. Sing, jetzt sofort. Du musst singen. Armes Pummeluff, wir müssen sie retten. Ja, ich habe einen Plan. Verkleiden. Was ist das? Wasser, das geht aufs Haus. Es ist eiskalt. Eins, zwei, drei, du bist frei. Wir müssen hier raus. Du, wo ist mein Pokémon? Die Vergeltung naht. Ups, ich muss in einen Bus einsteigen. Lauf! Du entkommst mir nicht. Du Verrückter. Pummeluff, lass uns loslegen. Ein sauberer Schnitt, damit dein Herz heilen kann. Es sieht nicht gut aus. Ich wusste es. Es ist eine Karte. Los geht's. Der Schatz befindet sich hier in der Nähe. Sieht so aus, als ob das der Ort ist. Ich suche den Schatz.
Bingo! Wow, ein singendes Herz. Pummelhof, ich habe es gefunden. Gleich geht's dir besser. Hey, ich singe, um dir zu danken. Mal sehen. Leute, uns fehlen ein paar Likes. Schnell, drück jetzt den Like-Button. Sie sind hier, ich weiß es. Es ist Lurak. Drachenatem. Was sollen wir tun? Mal sehen. Eine Waffe, die wird dich reichen. Dynamit. Lurak wird begeistert sein, es zu sehen. Wow, natürlich. Kaugummi. Ich habe einen Plan. Was ist das? Feuerkaugummi? Lecker. Es ist so kalt. Feueratem. Es funktioniert nicht. Ja, gewonnen. Es ist vorbei. Ich kümmere mich darum. Als erstes werde ich all das Zeug aus deinem Kopf entfernen. Wow, das ist ganz schön viel. Ich werde dich heilen. Du bist wieder gesund. Rette mich. Danke. Ich habe es geschafft. Leute, drückt den Like-Button. Kommentiert unten, welche Unterschiede ihr zwischen dem guten und dem bösen Glurak gefunden habt. Die Karotte der Gerechtigkeit. Der Blaster der Rechtschaffenheit trifft jedes Mal das Ziel. Bist du bereit, Chat? Sicher bin ich das. Pokémon Doc ist bereit, sich ihm zu stellen. Gib auf, Gengar. Vergiss es. Du bist erledigt. Kämpf! Kämpft! Fühlt es sich gut an, in einem Netzverhälter zu sein? Verdammt nochmal. Zu spät. Du gehörst jetzt zu uns. Ja, beeil dich. Ich werde eine Prüfung machen. Der Chip ist schuld. Das war es also. Daten laden. Das Programm hacken. Die Einstellungen manipulieren. Oh ja. Gengar, jetzt bist du ein freundliches Pokémon. Wow, ich bin auf Folge 7. Danke. Jederzeit. Hey. Hey, Hoplo. Alle Pokémon sind gesund und glücklich. Meine Arbeit ist hier getan. Ich bin für heute fertig. Oh, was ist das? Da ist mein Erste-Hilfe-Kasten. Hier muss ich graben. Puh, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oh, was ist das denn? Naja, mal sehen. Igitt. Oh ja, da ist er. Das Pokémon ist gerettet. Mal sehen. Pikazelin, Pika-Verbände. Ja. Doktor, wie sieht's aus? Deinem Baby geht es gut. Ich brauch das mal. Danke. Lass uns mal sehen, was in dir steckt, Pika. Was? Blitze? Das ist ja verrückt. Das habe ich noch nie gesehen. Hey. Ups. Ich habe den Monitor vergessen. Was? Wer bist du? Ich bringe ihn gleich zurück. Doktor, wach auf. Da ist ein Dieb. Super.
Gleich werden wir alles sehen. Oh, das ist das Geheimnis der Pokémon-Wissenschaft. Halb so wild. Ich kümmere mich um dich. Ich bin ein Pokémon-Doktor. Dann wollen wir dich mal behandeln, Pika. Ich habe Pika-Verbände. Dann verbinde ich dich mal. Du bist eine Pika-Mumie. Weiter geht's. Und los! Oh nein, mein Patient wurde gegrillt. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Oh, ich hab's. Da ist ein Mini-Pikachu drin. Und es kann auch gerettet werden. Da bist du ja. Bist du in Ordnung? Ab in die Badewanne. Hier ist eine Badebombe. Nur noch warten. Pika, deine Druckkammer ist fertig. Es ist sehr gemütlich. Leg dich hin, Pika. Du wirst bald wieder gesund sein. Oh, das sieht gut aus. Es hat wohl funktioniert. Hey Pika, du bist ja groß geworden. Oh nein, kritischer Zustand. Was jetzt? Ich hab's. Hi ihr Lieben, wollt ihr Pikachu retten? Dann lasst ganz viele Daumen nach oben da. Je mehr, desto gesünder wird Pikachu. Pika, Pika! Pikachu, du bist wieder da! Ich hab dich gerettet! Sieh mal, ein Pokémon-Krankenhaus! Wir sollten eins eröffnen! Was für eine super Idee! Los! Sieh mal, was ich gefunden habe! Eine Sirene! Wir sollten sie anbringen! Nach rechts! Nein, nach links! Nein, mehr nach rechts! Weiter! So ist's gut! Was ist los? Warum geht sie nicht? Die Batterie könnte leer sein. Nur eine Sekunde. Es wird gleich wieder funktionieren. Ja, gut gemacht, Pikachu. Oh nein, ich lege alles zurück. Ich will nicht ins Gefängnis. Hier ist alles, was ich gestohlen habe. Ich ergebe mich. Bitte. Puh, das ist doch nur Gold. Gut, du kannst gehen. Bye, bye. Was ist hier noch drin? Oh, der Kaugummi gehört mir. Ein Aufkleber für dich. Wie lecker. Oh, der Aufkleber gehört zu mir. Nettes Deko-Objekt. Stimmt, es gibt noch mehr davon. Hier, Aufkleber für dich und Kaugummi für mich. Chad, wo willst du hin? Vom Winde verweht. Ich dekoriere sein Pickup. So, sehr hübsch. Ah, Hilfe! Au, mein Kopf. Pika, ich bin wieder da. Schau mal, wie ich dein Pokémon-Krankenbank dekoriert habe. Wow, das gefällt mir. Hi Ash, Pika, wo bist du? Komm sofort nach Hause. Okay, Zeit zum Tschüss sagen. Viel Glück mit dem Pokémon, Dr. Chad. Wünsch dir was, Anton. Alles Gute zum Geburtstag für mich. Oh, ich bin so einsam. Armer Anton. Ah, nicht so laut. Oh nein. Bibi Anton, du tust mir so leid. Damit kommst du nicht durch, du böse Palme. Ah, die Palme will sich rächen.
Jetzt werden wir gleich sehen, was dir fehlt. Oh nein, eine Kopfverletzung durch einen Angriff der Kokosnuss. Was soll ich nur tun? Ich wünschte, jemand könnte mir einen Tipp geben. Eine Nachricht. Nimm ein Pflaster. Oh, stimmt. Ein Pflaster. Hey, habt ihr mir den Tipp gegeben? Vielen Dank. Hi. Oh, hi. Mein Kopf. Das ist für dich. Ja, aber erst setzt du einen Helm auf. Ein Helm für mich? Keine Kopfverletzungen mehr. Mein Kopf. Oh, sorry. Hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Danke. Mein armer Kopf. Hier ist dein Thermometer. Lass uns deine Temperatur messen. Gut, mein Kopf. Oh, Vitamine. Perfekt für das Pokémon. Super. Hier, her damit. Meine Vitamine. Was hast du mit mir gemacht? Schau. Was um alles in der Welt war das? Das waren keine Vitamine. Ganz ruhig. Ich werde dir helfen. Das haben wir gleich. Fertig. Ist es jetzt besser? Igitt, wie eklig. Schon fertig? Nein, wir haben gerade erst angefangen. Das war's. Fertig? Wirklich? Ich bin übersät wie ein Marienkäfer. Schau, was ich gefunden habe. Du hast viele Augen. Damit kannst du die ganze Welt sehen. Was ist das? Immerhin bist du das auffälligste Pokémon. Du bist der schlechteste Pokémon-Doktor aller Zeiten. Was ist das? So wie es aussieht, hat Lumanda den Verstand verloren. Sieh ihm in die Augen. Er sollte sich so schnell wie möglich beruhigen. Steig ins Auto. Aber nicht auslippen, bitte. Gut gemacht, Anton. Hey, lass mich raus. Du. Halt, nicht doch. Was? Ein Mini-Glomanda? Mein Baby. Das war's also. Wie süß. Ich habe auch ein Mini-Pokémon. Es ist an der Zeit, den Innenraum meines Pickups zu dekorieren. Anton, magst du dieses weiche Lenkrad? Oh ja. Ich schlage vor, Lumanda einen Beruhigungstee zu geben. Nein, wir brauchen mehr Tee. Tee. Lecker. Gut gemacht. Ein entspannendes Bad für Lumanda. Vergiss die Augenpads nicht. Und eine sanfte Massage. Das tut doch gut. Hey, fühlst du dich gut? Super, du hast mir geholfen, mich zu entspannen. Oh nein, mein Kopf. Nein, noch ein Feuerball. Pass auf. Wow, wie schön. Mein armer Kopf. Dieses Feuerwerk ist so toll. Danke. Danke, Leute. Bye. Ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Meine Pokémon-Ambulanz ist spitze. Oh, wer schreibt mir da? Wow, so viele dankbare Pokémon. Das habe ich doch gerne gemacht, Leute. Oh, meine Schicht ist gerade zu Ende. Ich muss los. Pokémon, wo bist du? Oh ja, Dragosso. Ich fange dich, bevor du es merkst. Ich versteck mich. Ups. Ein Vampir, rettet mich. Pikachu. Oh nein, sie ist auch ein Vampir. Unglaublich. Vampir Mauzi. Was ist hier los? Ich muss abhauen. Puh, ich habe es geschafft. Was? Oh nein. Hab dich, Vampir.
keine Sorge, ich werde dich behandeln. Ich bin schließlich ein Poké-Doktor. Ich werde den Pickup vorbereiten. Für eine Operation braucht man ein Bad mit sauberem Wasser. Mehr. Als nächstes Handschuhe. Zu eng. Wer hat die erfunden? Eine Maske, eine Brille. Und schon bin ich bereit. Ich lasse den Pokéball im Wasser und fange an, Gelee herzustellen. Ich mische die Zutaten zusammen und fülle die Flüssigkeit in die Förmchen. Ich erhalte lustige Meeresbewohner. Ich lasse sie ins Wasser. Schwimmt! Ja, es klappt! Tagosso, du bist geheilt! Wasser ist das Schlimmste! Tagosso ist zurück! Toll! Oh, mir ist eine tolle Idee eingefallen! Hör zu, das klingt super! Lass uns den Pickup in ein Poké-Krankenhaus verwandeln. Oh ja, weiche Kissen für die Wände. Und überall süße Aufkleber. Je mehr, desto lustiger. Wow. In der Mitte wird ein Tisch stehen. Hier werden die Pokémon-Zaubertränke stehen. Das war's. Lass uns nach Pokémon in der Nähe suchen. Ups, das ist der Pikachu. Na und? Ich verstehe gar nichts mehr. Machen wir uns an die Arbeit. Tragosso, in die andere Richtung.